Dr. Takt, Video, Kolumne Nummer 10, Juni 2020. Wolfgang Amadeus Mozart, die Zauberflöte. Genauer, Takt 117 der Ouvertüre. Mozart ist jetzt kein Komponist der Pausen, er ist nicht dafür bekannt, anders als vielleicht Komponisten des 20. Jahrhunderts, man denke an John Cage oder Luigi Nono. Aber in seiner Musik, die eigentlich immer so voranschreitet, immer in dieser Energie, in dieser Motorik, ein Einfall nach dem anderen, eine Idee nach der anderen, endlos weiterzuspielen scheint, auch dort gibt es Pausen. Natürlich gibt es sie am Ende von Abschnitten, bevor dann ein neuer Abschnitt beginnt, am Ende bestimmter Phrasen innerhalb einer Arie, oftmals damit eine Fermate überzeichnet, bevor dann ein neuer Abschnitt, eine neue Phrase beginnt. Richtige Pausen im Sinne von eingefrorene Instrumente, Musik verstummt für einen Takt, für eine Generalpause. Solche Momente gibt es zweimal in der Oper. Einmal in Tamminos Arie, der Bildnisarie, und dann diesen Takt 117. Mitten in der Durchführung, Mozart verarbeitet dort das Kopfmotiv der Ouvertüre, dieses brillante Fugenmotiv, wiederum brillant verarbeitet, kontrapunktisch in einer Sequenzierungsfolge und so weiter, so dass hier spielbar ist. Das endet dann in einer Schlusskadenz hin zu G-Dur. Und nun stoppt die Musik für einen Takt, bevor sie so weitergeht, wie man es eigentlich auch erwarten würde. Ich spiele die beiden, die Stelle vor, einmal mit der Pause und einmal ohne die Pause. Und jetzt ohne Pause. Hier schweigen die Instrumente, die Musik verstummt. Es ist ein Einbruch der Stille in den Klang, den man als solchen nur wahrnimmt, weil vorher und nachher etwas erklingt. Und auf einmal hört man nichts mehr oder hört nur noch das, was wir ohnehin schon hören, werden auf uns selber zurückgeworfen oder öffnen die Ohren für die Klänge unserer Welt insgesamt. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir Dr. Takt unter der E-Mail-Adresse takt@deutscheoperberlin.de.